raincoat. Sag mir endlich, wie es früher einmal war. Ich soll da auch nicht mehr in einem Wirtshaus erst. Schon lange nicht mehr. Früher hat man eine Leute getroffen, zahn, plaudern. Und dann hat man auch Neuigkeiten gehört und hat man was erfahren, nicht? Aber heutzutage. Kakabi! Kalt ist da herinnen. Hörst wie wir in einer Gruft. Ja, mein schau da alte Gauern! Was treibt denn die da her bei den Sauweider? Alt würde ich immer gehört haben, hörst du. Natürlich der Durst und der Sexepädel. Okay. Reine Zagschwulen. Was willst du trinken? Ein kleines Bier, hörst. Du trinkst was mit? Ich seh nichts los da in deiner Winden, hörst du. Einharzen keiner, sonst da friert man. Ja, gib her da, Dirndl da, aber geschwind. Ja, was jetzt? Willst du mir jetzt sagen, du hast kein Eigenhitz mehr, oder was ist denn los? Soll ich dich anwärmen? Scheinbar ist das jetzt dein Nebenjob, damit sich dein Chef ist. Haha, zählt der Sport, gell? Ich zahle da lieber an Frostschutz. Mama, hörst du, leicht hat man's. Heutzutage, aber nicht mehr, hörst du. Jeder ist in anderen, alles zneidig, hörst du. Vergunnen, du tut man seinen Nachbarn höchstens noch eine schwere Krankheit. Ich war jetzt gerade eine Zeit in Thailand. Haben schon überall geredet. Haben gesagt, der Vater hat nur wegen die Weiber hin. Weil er da keine kriegt. Kann er sich auch nicht kaufen, gell? Aber seid einmal ehrlich, hä? Ist es da bei uns viel anders? Hä? Ich möchte wissen, wo ist der Lulu? Der Lugner für eine Weiber hat, wenn der eine kleine Ha-Ha-Ha-Klarenten noch hat, gell? Man möchte wissen, wie viele seine Hosen noch hätten, wenn es Gerstl daheim ausgeht, gell? Aber Lolo ist mir das, gell? Ich erzähl euch kein Gescheiter vom weiter tut. Schein, sag ich. Schein, immer ha-ha-ha-ha-ha-has. Mindestens 30 Grad, und so viel so Sonne, ich sag euch. Und eins ist noch kein Glas, die Spruch. Der Thailand ist da kann man nicht einmal stottern. Mir ist euch vorstellen, das klingt so. Hauen, hauen, ten, ten, gonna. Sieben Jungen, man kann da um. Jemand, der Logan, kann dann kommen, hau. Echt stark, gell? Aber das wird eh nicht so interessieren. Wo bleibt denn der Kaka, wie so lang hörst du? Mal schau. Da, ich hab mir auch gleich ein Bier mitgenommen. Ho, wie ich jetzt gesagt. Geil. Geil. Scheinbar war gescheit, du, gell? Boah. Geht nicht so. Prost. Prost, gell. Schau. Da, ich muss dir sagen, das ist gar nicht so einfach mit der Heizung.
So, so? Ich muss dir sagen, da musst du einen Code eingeben, dass du irgendwas verstellen kannst. Ein Code? Ja, stell dir vor, ein Code besteht aus zwei Wörtern, habe ich mir jetzt nicht gemerkt, gell? Verrotst du mir dein? Jojo. Saugeist, verdammte! Ah, so, Ohrwaschelkaktus, dein Chef, hörst du! Aber geh! Sparsam ist er halt, kennst du mich? Der wischert ja, oder der tat ja am liebsten das Wetex eine drücken ins Glasl, wenn er die Schaumkopf wischt. Saubeutel, hörst du! Da konnte ich ja voll in einer Narisch werden, du. Aber geh hier auf, du kennst ihn ja. Denk auf deinen Blutdruck. Ja, hast du ja recht, aber manchmal ist nicht so schlecht, wenn man hat, wenn man braucht. Ja. Meinst du nicht? Doch, aber eins muss ich dir sagen, stottern darfst du dabei nicht, gell? War ja nur einmal zu einer ausprobieren, ne? Ach du, hat sogar der Gescheiter nicht, weil ich hab gehört, je mehr du dich aufregst, desto gefährlicher wird's nachher. Desto höher der Blutdruck. Dann stotterst du ja gleich noch mehr nachher. Aber nur beim Reden, gell? Weil, es stimmt schon, dass ich auch einer von den wenigen bin, die sich gefreut haben, dass es jetzt einen Automaten am Bahnhof gibt. Weil mit dem muss ich nicht reden, gell? Da kann ich eindrucken. Man muss dir vorstellen, wie noch der Schalter in Kniedelfeld offen war. Bin ich hingekommen, weil ich wollte meinen Bruder in Scheifling besuchen. Ich Popo, Traum, weißt du, aufgeregt, wissen, komm ich rein, wie ich den Karten kaufen, der Traum kommt, vor schon der Zug ein. Ich sag, bitte, ein Karten noch Schei. Der Moment vor, der Zug schon wieder an. Ja. Jetzt muss ich dir aber fragen, was hast du denn gesagt? Ja, scheißen vor im Morgen. Na, darf ich? Für dich? Darf ich dir jetzt sagen, für dich sind ja Kartenautomaten direkt ein Segen. So, ich sag wie wieder nicht. Mit Antwort ist schon wieder rein. Da hab ich mich mit der Zeichen verständigen können. Ja, und wie geht das? Schau her einmal. Ich werde das sagen. Ein paar Beispiele. Man muss halt immer der Taschel mit haben, gell? War einmal. Du ein Sessel, wenn ich auf Zeiten. Du, je, was du sagst da. Ja, was soll das sein jetzt? Ist mir schön, ist das ein Seniorenkarten oder ein Hausball im Seniorenheim? Das ist ein Seniorenkarten und noch ein Heimschuh. Schau. No, was? Kriegst du auf wie auf deinen großen Kopf? Klar.
ist jetzt, hä? Eine Tageskarte fürs Schwimmbad mit einer Badehausen oder was? Das ist ein Vorgarten nach Popola See über die Ostern. Muss ich dir was sagen, gell? Was ein? Ja, Fräule, wo jetzt fällt mir dann ganz geschwind, ist mir jetzt was eingefallen da, gell? Schau, ich zeig dir jetzt was, gell? Ist das irgendwas mit einer Schwangerschaftsgymnastik? Aber geh auf, hörst du! Schau! Einmal Kindberg hin und retour! Thank you.